Wir haben Ihnen versprochen, jetzt stellen wir Ihnen die ganze Geschichte zu dem Mann vor. Und ich als alter Marzahner muss ja sagen, ich kenne Thomas noch aus der Schule. Und er hat da schon alle begeistert mit seinen Klavierspielen. Jetzt ist er berühmt, ein riesiger YouTube-Star. Und die ganze Geschichte jetzt. Er spielt einfach drauf los. Sobald Thomas Krüger ein Klavier in der Öffentlichkeit entdeckt, gibt es für ihn kein Halten mehr. Angefangen hat tatsächlich alles 2016, als ich mit meiner Mutter im Urlaub eigentlich war, in Paris. Gibt so Flughäfen, da stehen so Pianos rum. Und habe meiner Mama einfach gesagt, mach mal kurz so ein Video, wie ich da spiele. Und habe das Video dann ein paar Wochen später hochgeladen auf YouTube. Und wiederum ein paar Monate später ging das auf einmal los, dass das dann exponentiell gewachsen ist, das Video. Das verwackelte, spontan gedrehte Video wird zum Internet-Hit. Fast 50 Millionen Menschen weltweit klicken es an. Für den 32-jährigen Marzahner, der seit seinem 5. Lebensjahr Klavier spielt, eine Riesenüberraschung. Ich wollte immer irgendwie Pianist werden und irgendwie damit auch berühmt sein und eine gewisse Reichweite produzieren. Aber dass es auf YouTube mal so erfolgreich sein könnte, hätte ich nicht gedacht. Und das ist auch natürlich auch ein Garant für die sozialen Medien, dass da wirklich so viel zu holen ist und zu machen ist heutzutage. Dem ersten YouTube-Video folgen weitere. Aufgenommen in U-Bahn-Stationen, am Berliner Hauptbahnhof oder in Salzburg. Die Klaviere entdeckt er teilweise spontan bei Reisen, teilweise werden sie von den Städten zur Verfügung gestellt. Mittlerweile haben fast 1 Million Menschen seinen YouTube-Kanal Mr. Pianoman abonniert und er kann ganz gut davon leben. Sogar mancher Promi gehört zu seinen Fans. Ja, lustigerweise hätte ich auch nie gedacht, der Kanal ist mittlerweile so weit gestreut, dass sogar mittlerweile berühmte Fußballspieler auf mich gestoßen sind. Unter anderem Fußball-Weltmeister, Nationalspieler Sami Khedira hat mir mal vor 3 Jahren mittlerweile einfach bei Instagram geschrieben, ganz normale Nachricht, dass er meine Videos schauen würde und dass er Pianomusik ganz toll findet und mir quasi weiter gut Glück auf meinem Weg gewünscht und sind dadurch tatsächlich auch ein bisschen enger in Kontakt gekommen, sodass wir auch dann tatsächlich Nummern ausgetauscht haben und ja, auch so eine Leute eben Klaviermusik hören. Wo immer Thomas Krüger auftritt, verzaubert er die Menschen mit seiner Mischung aus bekannten Popsongs, eigenen Kompositionen und Klassik. So auch heute, mitten auf der Marzahner Promenade. Wenn du das erste Mal geguckt habe, ich denke, wo sind die Noten? Nichts ist. Ach, da kommt ganz toll. Hin, wa? Nee, der spielt ganz irre. Ich habe ja da gesessen, ich habe ja die ganze Zeit schon zugehört. Menschen Klaviermusik nahebringen, die normalerweise nicht damit in Berührung kommen, das reizt ihn am Spielen auf öffentlichen Plätzen. Ich finde es schön, dass eben jeder den Zugang hat zu Musik, nicht so wie im Konzerthaus, wo vielleicht teilweise gar nicht sich Leute heutzutage leisten können, zu Musik zu kommen, sondern dass es auch ein Ort immer der Begegnung ist, gerade auch hier in Marzahn, auf der Marzahner Promenade. Das gelbe Klavier wurde ihm vom Projektraum Galerie M zur Verfügung gestellt, einer Kunstinitiative des Bezirks Marzahn-Hellersdorf, mit der er eng zusammenarbeitet. Die Marzahner Promenade verbinden wahrscheinlich nicht viele Leute mit Kunst und Kultur. Und Thomas bringt durch sein Klavierspiel eben auch so einen kleinen Abschnitt davon auf die Marzahner Promenade. Thomas Krüger hat an der Berliner Universität der Künste Musik studiert und mehrmals erfolgreich bei Jugendmusiziert teilgenommen. Aufgewachsen ist er in Marzahn und lebt noch immer gerne hier. Also in Marzahn-Hellersdorf gefällt mir tatsächlich sehr die Begegnungen mit den verschiedenen Menschen, gerade auch durch viele diverse Kulturprojekte, die hier stattfinden, gerade auf der Marzahner Promenade auch. Und dass hier so viele verschiedene Akteure leben, vom normalen Arbeiter bis zum Selbstständigen, aber auch eben junge Familien und der Bezirk mittlerweile sehr durchmischt ist. Der Pianist aus der Platte ist stolz darauf, der Welt eine ganz andere Seite von Berlin-Marzahn zeigen zu können. So, und jetzt folgt hier das Studio 3 mit meiner Kollegin Sabrina NDI. Die hat 2 tolle Gäste zu Gast und natürlich auch wieder spannende Themen. Jetzt bitteschön für Sie.